Tja, Terroranschlag in meiner Nähe, in Würzburg und Pokémon Go, Vor- und Nachteile, der Hype in Deutschland. Und worum es sich genau handelt, seht ihr gleich nach dem Intro. Bis dahin, ab! Terroranschlag in Würzburg in meiner unmittelbaren Nähe. Ein 17-Jähriger aus Afghanistan, ein Asylbewerber übrigens, hat sich in eine Regionalbahn mit einer Axt und einem Messer bewaffnet, reingeschlichen und hat 4 Menschen schwer verletzt. 14 Menschen leiden unter Schockstarre bzw. haben einen schweren Schock erlitten. Ich denke mir so, Alter, what? Wie kann einer mit einer Axt und einem Messer bewaffnet bei den strengen Schutzauflagen in Deutschland eine Regionalbahn betreten? Es ist ziemlich fragwürdig auch. Es hat sich ja herausgestellt, dass er sich erst im Nachhinein zum Islamischen Staat bekannt hat, weil die Flagge war irgendwie handgemalt und so. Viele behaupten auch, dass es dadurch kam, dass sein bester Freund in Afghanistan kurz davor gestorben ist, dass es irgendwie so ein Racheakt gewesen ist. Keine Ahnung. Meine Frage jetzt an euch. Kann man sich in Deutschland noch sicher fühlen? Ist es vielleicht nicht ganz unbegründet, dass viele sagen, dieser ganze Flüchtlingsakt war nur ein Vorwand, dass die ganzen Terroristen in die verschiedenen Länder einmarschieren können? Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Viele reden halt darüber, dass das damals schon einfach nur ein Plan von den terroristischen Gruppierungen war, einfach um ihre Leute speziell in die Länder einschleusen zu können. Wenn ich jetzt mal so genau drüber nachdenke, ist das gar nicht so weit hergeholt, weil seit dieser Asylbewerberkrise in Deutschland und in anderen Ländern sind die Terroranschläge ziemlich gestiegen in der Zeit. Allein schon in Frankreich, siehe Nizza etc., was da alles schon passiert ist. Jetzt in Deutschland, in Würzburg. Ich meine, gut, er hat sich nachhinein erst dafür bekennt, aber wie schon gesagt, kann man sich in Deutschland noch sicher fühlen? Was haltet ihr davon, ob das jetzt einfach nur weit hergeholt ist mit dieser Asylkrise, ob das jetzt bestätigt oder ob ihr das bestätigen könnt? Ich persönlich habe nichts gegen die Asylbewerber. Ich kenne auch ziemlich viele von denen. Wir haben sogar einen in der Einrichtung, der auf ein Spenderherz wartet. Ich habe mich schon ein paar Mal mit dem unterhalten. Ist echt cool und so. Also ist ein ganz normaler Typ. Wie schon gesagt, ab in die Comments damit. Würde mich interessieren. Lasst uns einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Tja, Pokémon Go, der Hype in Deutschland. Endlich ist die App auch hier erhältlich. Was ich jetzt an dieser App ziemlich geil finde, ist, wir sind demnächst durch Fulda gelaufen, also ich mit meiner Familie, meine Frau wollte zum Shoppen und ich habe mir dann so gedacht, Alter, zückst du mal das Handy Pokémon Go und so, und dann bin ich mit meinem Sohn durch die Gegend gelaufen und haben mal Pokémon gefangen und gehypt und so. Und auf jeden Fall, da kam einer auf uns zu und hat dann direkt gesagt, boah, Alter, in dem Park da hinten kann man sich losfangen, jede Stunde. Meine Frau nur so, was will der Typ jetzt von uns? Und dann hat er so gesagt, ja, sorry, ich bin damit aufgewachsen, ich finde es einfach so cool, dass das momentan jeder zockt und so, und da ist wirklich jeder mit dem Handy rumgelaufen, also jeder nur vor dem Bildschirm und so. Ich fand's einfach sensationell. Du kommst erstens raus aus dem Haus, ist der erste Vorteil. Also, weil viele Kinder sind ja praktisch nur noch vor dem Bildschirm, oder Jugendliche, auch Erwachsene. Ich bin ja auch so ein Typ gewesen, beziehungsweise bin ich ja immer noch. Auf jeden Fall, wenn mich jetzt meine Frau fragt, ob ich spazieren gehen möchte, dann werde ich das tun. Natürlich nur mit Handy in der Hand und Pokémon fangen. Was ich natürlich noch geil finde, das mit den sozialen Kontakten und so weiter, dass es halt wirklich jeder spielt. Du kannst dich in Gruppierungen reinhauen. Man kann jetzt auch mal mit Freunden durch die Gegend latschen. Ich finde es einfach sensationell, was diese App eigentlich bietet. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Ich muss jetzt mal auf ein Video hinweisen von dem Timmy. X-Plus in dem Fall unten in der Infobox und hier oben nochmal eingeblendet. Er hat ein Video darüber gemacht, so Vor- und Nachteile von Pokémon Go. Eigentlich nur so ein Review von dieser App, von dieser neuen, sag ich jetzt mal. Und da hat er auf was hingewiesen, weil 300 Japaner, ganz weit weg und so, wie wir sie erkennen, die Ausgeflippten da drüben, sind mit, keine Ahnung, 300-400 Mann über die Straße gerannt und haben einfach mal den kompletten Verkehr lahmgelegt. Ohne Rücksicht auf Verluste, um ein Pokémon hinterher zu jagen. Finde ich in dem Sinne ziemlich gefährlich. Viele von euch werden sich jetzt auch denken, in Deutschland ist das gar nicht möglich. Falsch gedacht. Weil hier auch wieder in Würzburg, ich weiß, es ist jetzt eine krasse Überleitung von Terror auf Pokémon Go, aber hier in Würzburg ist einer im Kreis gefahren in Schrittgeschwindigkeit, um ein Ei auszubrüten. Mein gutes Das war jetzt in der Nähe von einem Campus, also vom Studentencampus. Da ist jetzt nicht so viel Verkehr, sag ich jetzt mal. Aber das lässt schon zu denken. Also wenn jetzt viele im Auto sitzen und nur noch auf ihr Handy starren und tippen und Eier ausbrüten und so, wie lange brauche ich noch, wie viel muss ich noch fahren, keine Ahnung. Weil fangen ist ja nicht möglich, ist ja logisch, ist ja viel zu schnell und so. Die achten nicht auf den Verkehr, nicht auf die Mitmenschen. Gerade in der Stadt ist es sehr, sehr wichtig, weil es gibt viele Kinder, die einfach über die Straße rennen, weder nach links und rechts schauen und werden angefahren und so. Ich meine, einerseits hat er ein Kind verletzt oder sogar
sogar getötet. Andererseits muss der Autofahrer dann auch damit klarkommen, dass er so, ne? Das ist halt ziemlich hart und so. Das verleitet dann natürlich auch mit dem Fahrrad jetzt zum Beispiel. Es gibt ja so Aufsätze fürs Handy wegen Navigationssystem oder Musik hören, was auf dem Fahrrad eigentlich verboten ist. Sei jetzt aber mal dahingestellt, weil im Auto kann man auch Musik hören, aber das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht spreche ich das irgendwann nochmal an. Ja, wenn es irgendwie keine Sau interessiert in Deutschland, was hier für Gesetze gehen. Ja, ist ja egal auf jeden Fall. Wie schon gesagt, das ist ziemlich gefährlich, weil zum einen, wenn der Autofahrer, ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger anfährt, kriegt er auf jeden Fall eine Teilschuld. Wenn jetzt zum Beispiel ein Fahrradfahrer aufgrund seiner Unachtsamkeit auf das Handy starrt und ein Auto fährt ihm an, deswegen, weil er ihn zu spät gesehen hat, keine Ahnung, kriegt der Autofahrer trotzdem eine Teilschuld, obwohl eigentlich der Fahrradfahrer schuld ist, weil in Deutschland gilt, der Größere muss auf den Kleineren achten. Das gilt für Fahrradfahrer und Autos, auch für Fußgänger und Fahrradfahrer, wie Autos und LKWs. Also, wie schon gesagt, der Größere fährt den Kleineren an, hat eine Teilschuld. Das ist dann das Nächste, über was man sich im Klaren sein muss. Wenn man jetzt mit dem Handy unterwegs ist, läuft über die Straße, guckt nicht nach links und rechts, wird angefahren. Zum einen könnte das tödlich enden, weil ab 10 km/h kann man schon so umgefahren werden, dass man tödliche Verletzungen erleidet. Ne, es soll jetzt nicht so krass rüberkommen. Ich meine, es soll ja auch zu eurem Schutz dienen. Es ist ziemlich langweilig, ich weiß, aber es muss halt auch mal sein, nicht? In meiner verantwortungsvollen Position als Familienvater bin ich dazu verpflichtet als Captain. Nee, Quatsch, das war jetzt echt zu doof. Auf jeden Fall achtet nicht nur auf die Pokémon der Umgebung, sondern auch um eure Mitmenschen, Verkehr und so weiter. Das kommt nur euch zugute und natürlich auch den Autofahrern unter euch. Wie schon gesagt, passt einfach auf euch auf. Schreibt mir am besten mal in die Comments, was ihr davon haltet mit Autofahrern, Fußgängern. Ich meine, das ist jetzt echt nicht so weit hergeholt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon fast so eine oder andere Laterne oder Schild geknutscht in der Stadt, weil ich auch nur am Handy sah, also aufs Handy geguckt habe. Ist halt schwierig, nicht? Also, aber auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall beherzigen. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt es mir in die Comments. So, hier sind wir auch schon in der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier nochmal mein letztes Video. Da unten noch mal ein paar Playlists. Ich würde am besten sagen, noch ein paar Infos zu meinem FAQ-Special. Ich habe jetzt 3 Anfragen bekommen von ein paar Leuten, beziehungsweise ein paar Anregungen. Der eine hat gesagt, das mit den Highlights ist doof, mach lieber ein FAQ. Ich meine, für euch ist das natürlich geil, wenn ihr eure Fragen lesen könnt. Was ja bei den Highlights auch ziemlich geil daran ist. Weil nämlich, die anderen können euer Video sehen, ihr werdet ein bisschen gepusht. Ja, mit 100 Abonnenten ist das jetzt nicht so toll. Aber wie schon gesagt, ich finde es auf jeden Fall geil, wenn ich jetzt in einem anderen Video mein Video sehe und sag, hey, Alter, die finden mich cool. Das dritte war jetzt ein Best of Avenger, wo ich dazu sagen muss, natürlich wäre es cool, mir fällt auch einiges ein, weil ich habe ja schon gesagt, in meinen alten Playlisten gucke ich ab und zu mal rum, wie sich das so entwickelt von Mikrofon und Kamera, wie sich so die Qualität ein bisschen verändert hat. Aber es geht ja bei dem Euro-Special um euch. Ich möchte ja euch irgendwas zeigen, versteht ihr? Ich möchte euch in den Vordergrund stellen. Also, wie schon gesagt, schreibt mir wild in die Comments, bis der Finger glüht. Ich bin gespannt darauf, weil ohne euch kann ich nichts machen. Wie schon gesagt, bin gespannt. Da oben noch mein letztes Video. The Walking Dead 18. Es neigt sich ja dem Ende zu. Schreibt mir in die Comments, was ich für ein Let's Play machen soll. Vielleicht schreibe ich auch nochmal so ein paar Anregungen, mache ein Infovideo, keine Ahnung. Ich bin auch schon am Ende. Wie schon gesagt, wenn ihr mich cool fandet, wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, wieder diesen Button. Ich bin euer Avenger, wie immer. Und ja, baut keinen Scheiß, bleibt anständig, achtet auf eure Mitmenschen und schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, was ich machen soll, weil ohne euch bin ich gar nichts, so wie alle anderen YouTuber auch. Und wie schon gesagt, macht es gut. Bis dahin, Servus, alter Schwede.